Lysergy, ich glaube, wir haben schon alle verteilt. Ne, wir haben alle verteilt. Da haben wir keine mehr gerade, oder? Ja, da sind keine mehr offen. Ein schöner Morgen hier. Am Ufer. Gut, holen wir mal Agnes her. Agnes soll umziehen nach hier. Okay, Agnes zieht jetzt hier um. Und Agnes soll keine Aufgabe, also kriegt einen neuen Arbeitsplatz. Und zwar, Agnes darf sich hier um das Lebensmittellager kümmern. Das ist bestimmt gut. Hallo, Leonberger Löwenmalüchen. Grüß dich. So, jetzt gucken wir mal gerade, was wir hier haben. Wir haben maximale Anzahl an Häusern. Das bedeutet, heute müssen wir ohnehin einen Spaziergang nach Hause machen und müssen erste Umbaumaßnahmen machen. Die Frage ist jetzt, wer wohnt hier? Einfaches Haus, beschädigtes, unseres, das kann weg. Dann können wir sagen, du hier, Edbert. Edbert. Warte mal kurz, Edbert muss man mal schnell auch holen. Und zwar, Edbert werden wir umziehen lassen. Können wir ihn umziehen? Ja, wir können ihn auch. Ist sicher, dass die Familie ein neues Haus. Familienmitglieder Edbert. Und was dann mit Agnes? Ah, okay. Nee, okay, dann geht das nicht. Oswald Numberta. Rakimir. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist neu. Okay, dann ist, wohnt er trotzdem da oben. Dann darf er halt auch am Holzschuppen weiterwursteln. Okay, dann ist das halt so. Dann brauchen wir wirklich ein neues Haus. Samusa, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. So, okay, wir werden jetzt uns aufbrechen nach Hause. Wir gehen nach Hause und reißen dort die ersten Gebäude ab. Und werden dann schauen, dass wir wieder einen Platz frei bekommen. Wir werden aber folgendes. Na, das machen wir im Frühling dann. Dann bauen wir die neuen Felder auf. Nordwest ist, glaube ich, unsere Ecke. Schauen wir mal. Okay. Auf über Stock und Stein, meine Lieben. Wir machen eine kleine Bergwanderung. Oh, das hat schmerzhaft wehgetan. Laufen wir richtig? Tatsächlich, fast komplett richtig. Muss ich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wir wohnen wirklich im Outback jetzt, ja. Aber ich bin froh, wenn wir dann den Umzug. Uff. Ey. Arme Sau. Aber, ey. Ich habe jetzt gerade echt Angst gehabt. Hab nur das Geräusch gehört und habe mir gedacht, bitte lass es kein Wolf sein. Bitte lass es keinen Wolf sein. War so mein erster Gedanke gerade eben. Deswegen immer mit Speer durch die Gegend latschen. Ach, guck mal! Agnes! Bist du's? Es ist Agnes! Schaschin, grüß dich! Einen wunderschönen guten Abend dir! Hallöchen! Agnes haben wir getroffen.
Ah ja, gut, aber Agnes ist jetzt auch noch nicht so sonderlich weit gekommen, ne? Die läuft da, die schlendert da ganz entspannt nach hinten. Ich hoffe, die kommt da heil an. Na gut, das eine Schwein haben wir schon mal weggeräumt. Für Agnes, meine Lieben. Jetzt muss ich mir tatsächlich schneller einen Speer aus der Hand nehmen. Ja, gut. Okay. Was werden wir tun? Lord Hämchen, grüß dich. Was werden wir tun? Wir fangen jetzt erstmal mit den ersten wichtigen Sachen an. Und zwar, was ist hier drinnen? Nichts. Dann reißen wir dieses Gebäude mal ab. So, weg damit. Gut. Dann machen wir das Feld weg. Das kann weg. Das Weizenfeld bleibt. Der Trog kann weg. Wir nehmen kein Bad jetzt. Das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Das Dünger benötigt. Weg. Weg. Das wird schon oder ist schon angesät. Das ist angesät. Das ist auch nicht angesät. Okay. Gut. Das haben wir fort. Dann kommt diese Hütte jetzt endlich weg. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Hier liegt noch ein Haufen Zeug drin, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Das können wir in die Scheune packen oder irgendwo anders. Auf jeden Fall brauchen wir das jetzt gerade nicht. Beziehungsweise die Essenssachen können wir natürlich in unser Essenslager tun. Oh, wir sind ganz schön voll. Oh, ein bisschen Schnee fällt gerade. Schön. So. Also, pass auf. Jetzt packen wir erstmal hier ein bisschen Zeug rein, was wir gerade nicht brauchen. 10 Fleisch können wir hier auch nochmal reinpacken. Schasche natürlich. Wenn das sich in Grenzen hält, ist das immer in Ordnung. So. Dann packen wir das hier voll rein. Das packen wir hier voll rein. Aber was halt immer blöd ist, wenn es immer während im Stream immer um was anderes geht. Das hätte Agnes das mitnehmen können. Lizard G, ich weiß. Aber Agnes will das nicht. Agnes möchte es nicht. Naja, Agnes. So, Leder packen wir hier rein. Stock packen wir jetzt auch mal voll Kanne hier rein. Und Stroh packen wir wieder zurück. Frechheit, natürlich. So. Gut, und aktivieren tun wir es auch trotzdem wieder. Die stehen da alle wie blöd rum, ne? Ach. Gut. Unser Haus kann jetzt erstmal weg. Jo, wir werden Abreißen-Modus machen. Weil die Hütte, die ist ja wie gesagt nicht die schönste, nicht die repräsentativste. Und auf jeden Fall, wir haben sie leicht abgegradet, aber halt wirklich nur ganz leicht. Und ja. Gleich viel besser. Gleich fühle ich mich erfrischter. Lass mal ganz kurz was gucken. Wird Port Royal 4 fortgesetzt, Chargin? Natürlich. Natürlich. Wahrscheinlich sogar morgen gleich. Okay, wir müssen 700 Steuern blechen. Das ist voll ordentlich. Da haben wir ordentlich aufgebraucht. 2 neue Häuser können wir jetzt bauen. Was wir jetzt auch wegreißen werden, ist all das hier. Das werden wir eh umsiedeln müssen. Also kommt die Schmiede hier erst sofort. Auch da werde ich natürlich gucken. Die Jagdhütte kommt weg. Aber wir werden natürlich auch erstmal noch ausräumen, bevor wir es ganz ganz abreißen. So. Ist hier was drin? Nein. Ich habe Agnes gekriegt. Ja, Agnes gehört jetzt uns. Ne? Also Agnes ist ja... Oh, ich habe Angst. Ja, 400 Stock sind ja da drin. Das ist aber zu viel für uns. Das schaffen wir auch nicht. Ist mal so... 300 Stock, 200 Stock wegtun, dann können wir uns wenigstens noch ein bisschen bewegen. Läuft doch, natürlich. Agnes ist jetzt schon in unserem neuen Dorf sogar. Die ist die erste, die in uns neue Dorf umgezogen ist. So, Stock hier rein. Da müssen wir aber echt langsam mit Stöcken mal ein bisschen was machen. Wir haben so viele davon. Warte mal, ich habe noch mehr, glaube ich, oder?
Mal schauen. Ja, ich habe, naja, gut 29, das ist okay. So. Wieder zurück. Zur Schmiede, da haben wir halt echt voll viel reingebuttert. Mal wieder Uff, nee, das geht nicht. Mal so die Hälfte raustun. Ja. Können zwar nicht rennen, aber sind nicht so, so arg langsam. Ich habe kein Inventar. Ja, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Chef gut ankommt, wenn du sagst, aber ich habe gar kein Inventar. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu leichter Irritation führt. Möglicherweise. Unter Umständen. Wäre das vielleicht schwierig. Aber man weiß es nicht. Not good, by the way. Grüß dich, Hallöchen. Moin, moin auch dir. So. Und hinein ins Wüste treiben. So, erstmal alles umlegen hier, umpacken hier den Pelz. So viel Pelz. Ist ja verrückt. Noch schlimmer. Gegenseitig unterstützen gibt's wohl nicht. Ich mach für die Frau alles. Wir räumen sogar die ganzen Kisten um. Das können wir noch mitnehmen. Dann ist hier schon mal zu. Dann brauchen wir uns da keinen Kopf mehr drum machen und die haben weniger Gebäude, das ist auch nicht schlecht. Und dann, wie gesagt, werden wir sofort umziehen in unser, oder beziehungsweise wieder hinterlaufen in unser Neubau. Und dort werden wir dann anfangen, schon mal das nächste Wohnhaus hochzuziehen. Und vielleicht unser Wohnhaus abzugraden, ich weiß es noch nicht. Gut, das ist in Ordnung. Dann können wir jetzt die Hütte erstmal abreißen. Dann sind hier wirklich nicht mehr so viele Gebäude tatsächlich offen. Das ist schon ein schönes Gebäude, aber es ist halt tatsächlich momentan noch nicht so unser Ding. So, Schmiede weg. Haus, Haus, Haus und dann hier die anderen Sachen. Okay. Lebensmittellager? Ach, da hinten ist ja noch das andere Ding, ne? Die Farm ist ja da noch, die Scheune. Uff, die müssen wir hinten aber auch erst noch bauen, bevor wir weitermachen können. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben jetzt deutlich mehr Platz, ne? Wir können noch 4 neue Gebäude bauen, das ist schon mal nicht so ohne. Gut, hier werden Karotten gerade angepflanzt. Das wird jetzt dann auch besser. Diese Frau ist nicht gut für dich. Ja, vielleicht. Aber es ist die Liebe, es ist die wahre Liebe. Agnes. Wo bist du, Agnes? Lass mich nicht allein. Ich laufe zu dir. Oh, Agnes. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir haben sogar für die Frau einen Schwein ermordet. Ach. So aufopferungsvoll sind wir also. Moment, mal kurzer Check. Wir laufen völlig falsch. Da müssen wir hin. Naja, Halbzeit. Wir haben Mittag gerade. Der Wolf hat sie erwischt. Natürlich nicht. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ist da wirklich angekommen. Wäre zumindest sehr erfreulich. Nicht, dass es Hurz gemacht hat. Mal ein bisschen langsamer laufen, zum Ausdauer holen und dann wieder Vollgas. Das hier? Es kann durchaus sein, dass die gerade noch da unterwegs ist. Wir können ja mal gucken, was mit Agnes ist. Wie gesagt, die laufen auch sehr langsam. In der Zeit haben wir 5 Häuser abgerissen, bis die auch überhaupt irgendwo ist. Kann auch sein, dass sie irgendwo festhängt. Da oben läuft sie.
Agnes! Agnes! Okay, das wird nichts mit ihr. Also zumindest dauert das noch 100 Jahre, bis sie ankommt. Nee, nee, die läuft da oben relativ konstant. Also das klappt schon ganz gut, ne? Hier, schau. Die ist schon unterwegs, aber sie ist halt nicht die schnellste, ne? Also Agnes hat es nicht eilig, so in die neue Heimat zu kommen. Ist ja auch trostlos da hinten. Da ist ja noch niemand. Ah, Schwein. Uff. Okay. Reflexe. Meine Lieben, das sind Reflexe. Wir haben Agnes den Weg freigeräumt. Die Sau hatte keine Chance. Das ist Schwein, meine ich. So, weiter geht's. Hier sind sonst nichts weiter, ne? Ja, okay. Agnes? Ja, der hat echt nicht Reflexe wie ein junger Gott. Ja, so ungefähr. Ah, oh, meine Güte. Wir stinken wie ein Elch. Wir sollten uns einen Waschzuber bauen. Und bis Agnes ankommt, wird dieser Waschzuber ja auch fertig sein. Und dann werden wir uns erstmal, bevor sie kommt, waschen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Den sollten wir verfolgen. So, erst ein bisschen wichtig für uns. Wir stinken halt wirklich zum Himmel. Also, man kann sagen, man riecht uns tatsächlich sehr. Oh nein, wir laufen völlig falsch gerade. Ich meine, hoch kommen wir schon irgendwie, aber da auf jeden Fall an der Stelle jetzt, glaube ich, gerade nicht. Sind wir denn zum Hangar? Da müssen wir hin. Okay. Hardy Hardwire, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ich hoffe, dass hier ein Wolf über den Weg läuft. Ich weiß gar nicht, was du hast. Bei uns ist doch wunderschön. Also ist ja das Schönste aller Siedlungen. So, zweimal Rundholz. Werden wir machen, damit wir nicht so müffen. Müffen ist nicht gut. Müffen vertreibt uns, Agnes. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja Nachkommen haben. Federn. So. Bad Hoggle, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du dabei bist. So. Okay, Freunde, jetzt kommt hier nochmal ein frischer Waschzuber her. Vielleicht hier irgendwo, wo es nicht gerade so arg schief ist. Gut. Erstmal, Freunde, mit der Axt in der Hand nehmen wir mal ein Bad. Wir reinigen uns, Freunde. Das wird ein bisschen dauern. Wie gesagt, wir sind ekelhaft unterwegs. Jetzt allerdings nicht mehr. Das, so schnell geht das. So, Projekt Neue Hütte oder Hütte 2.0 ist in Arbeit. Ich würde sagen, unser nächstes Haus bauen wir hier auch hier oben hin. Ja. Beziehungsweise unser nächstes Haus wird ja jetzt diese Scheune, diese ominöse, die wir auch noch brauchen. Und danach bauen wir die zwei Wohnhäuser hin, reißen alles oben ab, was dort oben steht. Und dann sind wir eigentlich ziemlich safe. Bad Hoggle, Hallöchen. Dankeschön. So, wir brauchen allerdings, bevor wir das machen, müssen wir 8 Rundholz dabei haben. Und wir haben aktuell haben wir 7. Nicht so optimal, aber was noch nicht ist, wird dann auf jeden Fall noch werden. Und zwar hier. Ein Holz brauche ich. Oh, Federn. So, es müsste reichen, um jetzt diese dämliche Scheune zu bauen. Scheune. 10! Kann ich mich dann noch bewegen? Ja, ich kann mich noch bewegen.
Allerdings nicht so sehr, wie ich. Also nicht so arg. Kann ich das so vielleicht hier? So vielleicht hier? Ah, hier, ja. So, schaut doch schön aus. Herrlich. Agnes, wo bist du? Agnes sehen wir noch nicht. Ich kann nur überall sein. Okay, 4 Rundholz. Das heißt, wir fangen jetzt auch erstmal an, hier alles wegzureißen. Taugt das Game was, ey. Das ist... Ich find's großartig, es macht mega Laune, es macht wirklich Spaß. Aber die müssen solche Spiele halt einfach liegen. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, viel wichtiger als all das andere, du musst auch bereit sein, bei so einem Spiel auch ein bisschen Zeit investieren zu wollen, dass du halt irgendwas erreichen kannst. Wenn du jetzt sofort unmittelbar Feedback haben willst und eine Stadt eine riesengroße aufbauen willst, dann ist sowas eher nichts. Dann sind andere City-Building-Games auf jeden Fall besser. Ich wäre für eine Steinscheune. Ja, ich wäre auch für so vieles, Lippo, aber weißt du, wenn du nichts hast. Im Augenblick, glaube ich, können wir das auch gar nicht bauen. Oder? Können wir eine Steinscheune bauen? Nee, ne? Wir haben noch die normale Scheune. Müssen wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, müssen wir sie aufrüsten. Können wir das aufrüsten? Nee. Oder zumindest aktuell nicht. Aber es wird noch, Lebo. Auch das wird noch. Bin mir sicher. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Bäume mit. Das sind 9 Holz. Das haben wir gerade eben schon getragen. Weil ich weiß noch nicht... Nee, Moment. Wir kriegen ja auch immer noch mehr Stöcke rein. Muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht brauchen wir irgendwann Stöcke. Dann können wir die gleich hier verbauen. Nehmen wir noch welche mit. Port Royal, auch ein schönes Spiel. Komplett anderes Genre, aber schönes Spiel. Gut. So, nächsten... wir brauchen auf jeden Fall... Wir müssen mit der Schaufel hier mal rumtigern. Das schaut echt furchtbar aus. Oh, Wasser ist ein gutes Argument. Long, dankeschön. Das muss mit. Guter Einwand. Guter Einwand. Erstmal einen Drink nehmen. Schön. Fühle ich mich gleich viel besser. So, die Scheune ist halt wirklich ein sauwichtiges Gebäude auch noch. So. Und die Füße sind auch gewaschen. Das ist ein netter Nebeneffekt, ja, weißt du? Nach so einem harten Arbeitsalltag bist du froh, wenn dein Fuß mal ein bisschen Wasser sieht. Mal gleich hier mal was rankleben. Oh, ey, wenn das da so ein Reh losrennt, kriege ich jedes Mal Panik. Steuerung auf der Konsole hätte man besser machen können von Medieval Dynasty. Da kann ich leider nicht mitreden, weil ich das tatsächlich nicht auf der Konsole spiele. Deswegen weiß ich es leider nicht. Wo Agnes bleibt? Agnes ist hier. Kann ja sein, dass sie gerade nicht weiterkommt. Aber geht auf die Nacht zu. Ach, Port Royal. Okay. So, hier Rundholz nochmal. Ich komme den Berg nicht hoch. Die kommt schon noch. Ja, ich denke auch, die kommt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Vielleicht steht sie morgen früh einfach da und sagt, hey, hallo, hab ein bisschen gebraucht. Hab mich noch mit dem Gärtner unterhalten. So. Okay. Ja, wir werden hier weiter Holz schlagen. Rette Agnes! Ah, oh, wieso denn? Ich schaff das schon. Ja, unsere Frau, die ist das gewohnt, sich durchschlagen zu müssen. So. Und ab dafür. Ich glaube, wir müssen unbedingt und ganz dringend müssen wir mal Stöckchen outsourcen. Wir haben, glaube ich, zu viel Stock dabei. Können wir hier Stöcke noch oben reinpacken? Hier ist alles Rundholz, was hier dabei gebraucht wird. Okay. Dann ist das so. Pass auf, lass uns mal hier Stöcke outsourcen. Ich habe eigentlich gehofft, wir brauchen eben genau keine Stöcke mehr. Steine auch, Leder auch, Federn auch. Fleisch werden wir uns dann gleich nochmal kredenzen. Stroh nehmen wir jetzt mal ein bisschen satzvoll mit. Es fehlt ja auch nicht mehr viel, ne? Also es ist jetzt tatsächlich, das Haus ist jetzt schon gut dabei. Zwei große Bäume noch und dann sollte es eigentlich passen. Ich tatsächlich ein paar Stöcke und vor allem Steine. Echt jetzt. Na also. Bauen wir fast aufs Haus. Ja, nicht, ich weiß. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Der Plan ging auf. So. Der geht auch so aus. Andrea! Hallo! Ah! So, jetzt aber. Oh no! Der Speed ist mein! So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir nochmal zwei Rundholz mitnehmen. Flash ist nichts gegen die Zwerge, ich weiß. Wir sind der schnellste Zwerg der Welt. Wow, bin ich jetzt erschrocken gerade. Na komm. Okay. Gut. Denn sollten wir jetzt vorankommen. Muss auch leider gleich nochmal weg. Auf, Andrea. Das macht doch nichts. Wie gesagt, wir sind da. Hoffentlich. Wenn du wiederkommst. Falls du heute noch wiederkommst. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Glück haben wir noch einen Bauhammer. Markus der Franke, grüß dich, hi. Fertig, wir haben die Scheune hier oben, Freunde. Jetzt kann hier oben die, jetzt können wir hier oben Felder planen. Machen wir auch, aber erst morgen früh, würde ich sagen. Wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Morgen bauen wir noch ein, zwei Häuser. Auch große Häuser wieder, damit wir hier neue Familien unterbringen können.
Können wir gleich kochen? Ja, wir können mal 10 Steaks braten. Da werden wir uns gleich mal was reinhauen von. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Ja, so ein bisschen braten, bis Agnes da ist. Wir müssen auch noch schauen, wenn wir jetzt eh hier gerade umbauen, müssen wir auch dringend schauen, dass wir unsere Steuern eines Tages rückzahlen. Es ist Winter, das heißt, die Steuern werden im Frühling fällig. Aber da können wir ja Bären sammeln und so Zeugs und das halt dann im großen Stil verbraten. Aber jetzt gibt es erstmal ein schönes Steak aufs Haus, meine Lieben. Endlich mal wieder so ein richtig schönes Schnitzel. Uns voll gegessen. Agnes! Na gut. Wir legen uns mal hin. Vielleicht ist Agnes morgen früh bei uns. Ups and the downs, my heart will never stray.